So, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Damit auch gleichzeitig willkommen zu meiner ersten kommentierten Trainingseinheit. Mir lag es sehr auf dem Herzen, das Video hier zu kommentieren, um einfach so ein paar Sachen schon vorneweg zu nehmen, bevor es dann sehr oft in den Kommentaren geschrieben wird. Von daher habe ich beschlossen, das Ganze mal kurz so ein bisschen zusammenzufassen bzw. zu kommentieren. Also das war unsere, ich glaube, seit ich den Kubi habe, zweite Springstunde und ich fand, er hat es eigentlich echt gut gemacht. Ich weiß, dass er wirklich viel zu flott unterwegs ist und einfach ein bisschen ruhiger werden könnte. Das war einfach so eine Springstunde, wo wir einfach geguckt haben und so uns ein bisschen kennengelernt haben. Er wollte sehen, wie wir so drauf sind, auf welchem Stand wir sind. Wir wollten gucken, wie das harmoniert mit ihm als Trainer. Das hat sehr gut harmoniert. Das war einfach eben so ein Test, um mal zu gucken, wie läuft es eigentlich und wo können wir genau ansetzen. Wir wissen jetzt, dass wir daran ansetzen müssen, dass er einfach ruhiger wird. Der war teilweise viel zu schnell. Ich hatte meinen Kampf, ihn zurückzuhalten und wir wollen einfach demnächst ein paar Übungen machen, wo wir einfach genauer darauf achten, dass er eben ruhiger ist, dass er mich entscheiden lässt, wann wir springen oder was wir jetzt genau als nächstes machen. Das war mir halt wichtig, euch das zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass es einige kommentiert hätten und gesagt hätten, puh, der ist aber ganz schön schnell oder der ist viel zu schnell oder du hast ja gar keine Kontrolle. Das war mir bewusst, das habe ich auch selber festgestellt und daran müssen wir halt jetzt einfach arbeiten. Trotzdem wollte ich euch gerne die Ausschnitte zeigen, weil es doch mir sehr gut gefallen hat eigentlich. So am Sprung war er eigentlich echt immer cool. Ich fand es schön, dass er Richtung Ende hin auch fast nach jedem Sprung, wenn er im falschen Galopp gelandet ist, in den richtigen Galopp umgesprungen ist. Da habe ich einfach gar nichts gemacht. Das haben wir ja auch noch nie gelernt. Das hat er irgendwie von sich aus dann gemacht. Das hat mir echt gut gefallen, dass er da schon irgendwie so bei der Sache war und ich habe einfach das Gefühl, dass ihm Springen einfach total viel Spaß macht und natürlich freut es mich umso mehr, weil ich immer ja ein Springpferd haben wollte und jetzt müssen wir halt einfach nur noch ein bisschen mehr harmonieren und geregelter reiten und kontrollierter reiten, dann glaube ich, dass es echt gut wird. Unser Trainer fand es sehr gut, war positiv überrascht von uns und hat gesagt, dass das wirklich ein Pferd mit Potenzial ist und dass wir das Potenzial aber jetzt einfach aus ihm rausholen müssen. Ich hoffe, der Einblick in die Springstunde hat euch gefallen. Es ist jetzt nicht viel gewesen. Wir haben natürlich halt, wie gesagt, erstmal geschaut, aber ich denke, in nächster Zeit kommt ein bisschen mehr. Wir haben uns schon für nächsten Mittwoch für die Springstunde wieder angemeldet und darauf die Woche, vermute ich, reiten wir mal Einzelstunde. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!